In Berlin gab es am frühen Morgen eine Razzia. Mehrere hundert Beamte durchsuchten insgesamt 8 Objekte, weil radikale Islamisten unter anderem im Verdacht stehen, militante Kämpfer in Syrien zu unterstützen. Anhaltspunkte für geplante Anschläge in Deutschland soll es laut Ermittlern aber nicht geben. Unter anderem im Visier der Polizei dieser Moscheeverein in Berlin-Tempelhof. Laut Verfassungsschutz eine Hochburg der Salafisten. Ermittelt wird etwa gegen einen 51-jährigen Marokkaner. Er soll hier Kämpfer rekrutiert haben für den militant-dschihadistischen Kampf gegen das Assad-Regime in Syrien. Das ist zum einen strafbar und ist zum anderen auch sehr gefährlich, denn diese Menschen machen dort unten Gewalterfahrungen, die erfahren eine Ausbildung in Terrorismus und dann werden sie irgendwann zurückkommen und können uns hier Probleme bereiten. Ebenfalls unter Verdacht, die Islamisten zu unterstützen, ein 19-jähriger Mazedonier. Er soll bereits in Syrien für militant-dschihadistische Gruppen kämpfen. Festnahmen gab es heute keine. Die Polizei stellte Beweismaterial sicher. Bereits seit Monaten ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Berlin. Eine Gefährdung in Deutschland wird bisher ausgeschlossen. Die Ermittlungen laufen wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ich will aber auch sagen, es gibt keine Erkenntnisse, dass irgendeine Gewalttat dieser Gruppe hier in Deutschland verübt werden sollte, sondern es geht tatsächlich um die Vorbereitung von Anschlägen in Syrien. Neben dem Moscheeverein durchsuchten die rund 400 Polizisten auch 7 Wohnungen. Vermutet wurden dort Kontaktpersonen der beiden Hauptverdächtigen.